Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Rolpier und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. In der letzten Folge haben wir den Makro-Reaktor von Nibelheim besucht mit Cloud und seine Crew und dann seinen Girls, mehr oder weniger. Ja, Yuffie und Tifa. Und jetzt sind wir hier mit Kate Sif, Barrett und Aeris und haben die Shinra-Villa betreten. Wir haben den Code von Murasaki, der leider abgelebt hat, gebergt und ich habe meinen Spaß gerade. Ich glaube, man merkt's. Und ja, wir haben die ID-Card von. Wo kam er jetzt her? Wo kam er jetzt auf einmal her? Boah, Leute. Ja, wir haben die ID-Card von Murasaki eingesackt, haben die in der Terminal gestellt und jetzt sind hier Kate Sif und seine bunte Truppe in der Schnabela. Und dann hat so ein Hologramm von Hoyo uns gesehen und hat uns in den Keller eingesperrt. Und jetzt versuchen wir hier rauszubrechen, nehme ich an. Wartungsmodus aktiviert. Schalte auf manuellen Betrieb der Schächte um. Bitte beginnen Sie jetzt. Und ja, hier im Keller funktioniert irgendwie gar nichts. Wir müssen ja alles aktivieren und so. Verstehe, verstehe. So wie es aussieht, führt ein Schacht dorthin. Meinst du, du schaffst es dorthin? Kein Problem. Überlass das mir. Ihr wartet hier einfach auf mich. Okay, wieder Solo-Abenteuer. What? Wieso soll ich... Nein, nicht auch. Ne, das ist gar keine. Und ja, hier gibt es ein sehr dämliches Kistenwerfdingen. Das war auch die ganze Zeit machen müssen. Warum soll ich das da aufwerfen? Mit Sicherheit hätte ich auch noch mit meiner Hand treffen können. Ah, okay. Der blaue Schacht ist nun passierbar auch. Wenn ich vielleicht jetzt mal andersrum gehen sollen, ne? Wo ist denn das hier? Oh, ich habe ich gar nicht gesehen, hat man da. Aber jetzt haben wir das ganze Spiel hier mit den Rohren damals, ne? Also damals vor zwei Parts. Habe ich so das Gefühl wieder. Na. Aus dem Weg. Jetzt gibt's auf die Pfoten. Und kann ich euch nicht einfach so erledigen, ja, ne? Juhu, Keilerei. Hey, jawohl, Gewalt. Boah. Oh mein Gott. Oh, hi. So. So, da komme ich wieder runter, habe ich gesehen. So, hier gibt's. Warum gibt's hier Kisten zum Spawnen? Da kann ich dann hier das Ding aktivieren? So, von da kam ich, dann gehe ich mal da lang. Oh, wow. Und jetzt bist du ein Judikator. Der hat Protest und alles mögliche an sich, sehe ich gerade. 7000 Schaden, HP. Oh mein Gott. Noch so ein Stück. Hey, ja. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ruf schon mal den Arm. Oh mein Gott. Wir lieben die Leute und hier die Zugabe. Wer nicht hören will, muss einfach ab. Ich bin so frei. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ich mach da aber echt mit jeder Aktion irgendwie spontan, ne? Die Pirouette vor dem Schlag. So blub. Mensch, schon damit Stil, ne? So, jetzt mal noch einen höher. Okay. Da ist rot, da ist blau. Okay, die Pfeile gehen auch nach unten. Ich
Ups. Du sollst nicht direkt weiterreden, wenn du wieder aufstehst, Kollege. Okay, dann gehen wir noch einen höher, ne? So. Jetzt muss ich nicht die Geschichte die ganze Zeit benutzen. Dann aber ja. Stärke in Magie. Oh. Das ist genau das gleiche, was wir letztens gefunden haben, ne? Mit den HP und MP. Aber ja, klingt schon so ein bisschen besser. Vertauscht die Wert für Stärke und Magie. Wie gesagt, das klingt schon so ein bisschen besser. Ne? Da können wir nämlich aus einigen Charakteren, die voll physisch ausgelegt sind, auch mal tiefer genauso viel Magie wie Angriffskraft. Was? Damit können wir nämlich einige Charaktere ja voll, damit können wir Cloud voll zum mächtigen Magier machen. Da ist eine physische Kämpferin. So, kann ich ja runter. Schon sagen. Ja, von da kam ich, ne? Muss ja, wenn ich in den roten Schacht gehe. So komme ich da aber nicht rein. Okay. So, dann wäre meine Frage. Ich muss ja ganz eindeutig das Ding von hier aktivieren, nehme ich an, ne? Sollst du da runterspringen, Leute? Ich meine, ich soll ganz eindeutig hier die Dinge aktivieren, während ich hier oben bin, ne? Aber jetzt will ich erst mal sehen, wo der rote Faden mich hinführt, ne? Und das ist halt einfach nur dafür da, führt mich dabei zum gleichen Ding hin. Ich glaube nämlich ja, ne? Ich extra eine blöde Kiste dagegen werfen. Schacht wurde umgestellt. Der Rotschacht ist nun passierbar. Hier ist gar ein roter Schacht. Dafür ist meine Frage, alles klar. Also ich dachte, er wäre schon irgendwie einer gewesen. Ich habe den umgestellt, aber anscheinend nicht. Ja, ist schon ein bisschen offensichtlich, was ich ja machen muss. Ne? Ich muss, wenn ich da oben bin, die Dinger umstellen. So. Hier gibt es nirgendwo einen roten, ne? Gehen wir weiter im blauen hoch, ne? Hier gibt es auch einen blauen, aber hier gibt es auch einen roten, ne? Ja. Okay. Gecheckt. Wie ich das Ding wieder noch treffe, ist eine Frage, ne? Oh Gott. Du wirst mir jetzt sagen, du wirst das von hier aus treffen. Da trifft er natürlich, ist klar. So von klar. Oh, oh Gott, wo bin ich? Schachtumstellung. War da unten nicht auch noch einer? Na toll, jetzt bin ich paranoid. Talisman des Finsterreichs. Boah. Kommen so viele neue Ausrüstungen in letzter Zeit. So. Klasse 12, der in Zauber in Auftrag eines Herrschers anfertigte, nachdem ewiges Leben verlangt wurde. Da geht aber beides relativ wenig. Im Austausch für 4 Materiaplätze. Na, nimm du das Ketziff. Ketziff, Red 13. Mal er jetzt hier. Ups, oder? So, du hast nichts Gelbes. Lass mir dir mal was Gelbes geben. Also, was hier in dem Gebet. Jetzt war schon viel bessere Heilungsmoves, aber da bin ich mir zum paranoid wegen. Gab es da oben auch noch was? Wenn ich da nach oben gegangen bin, war da auch noch ein roter Schacht.
Da gehe ich dann nämlich noch mal nachgucken. Gut. Na lang, na lang. Schacht wurde umgestellt. So, gab es da oben noch einen roten? Weil sonst habe ich ja nämlich hier ganz umsonst gemacht. Aber ich wollte noch mal sicher gehen. Hier gibt es keine roten, alles klar. Ich muss ja mal nachgucken, ne? Dieser Kanal steht für Genauigkeit und Gründlichkeit, okay. Schacht wurde umgestellt. Zeit zum Wenden. Bum, 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 bum. Buddeln. Ah. So. Muss ich gegen euch kämpfen? Ihr wart ein bisschen nervig zu bekämpfen. Bewegung schadet nie. Kann ich einfach ignorieren. Aber. Ja. Nein. Nein. So, hast du irgendwas zum Heilen? Irgendwas. Okay, dann mach ich eben beide fertig. Nein. Ich war in meiner Megatrinker einsetzen, von ich 99 hab. Au! Was war das jetzt? Entschuldige, was? War mal. Boah. Leute, wir laden jetzt auf einmal. Ich muss dieser Kampf zum Kotzen. Alter. Zeit zum Spielen. Was ist das für ein blöder Kampf hier? Ja, weißt du was? Wirksam Elektro habe ich nicht. Mach gar keinen Schaden. Hey, ihr könnt mir nicht solche komplexe Gegner geben, wenn ich mit KZ herumlaufe, Mann. Ja, die haben irgendwie was mit hier, so keine Ahnung. Die haben irgendwie was mit so, ah, du kannst nur Magie einsetzen oder so, ne? Nehme ich an. Ja, warum wird das Fragezeichen? Boah, Leute. Ja, da irgendwas. Oh mein Gott. Ihr könnt mir nicht solche Gimmick-Gegner geben, wenn ich ja mit Kids rumlaufe. Alter, was ist da mit der Abwehr hier? Na gut, bestimmt Schadensberg ist Schockern. Ich bin der Schocker, ein Labor, da lehne ich mir auch nicht alles durch. Oh mein Gott. Mein Gott, ich muss den Mogel von mir mit einsetzen.
Er kann mir nicht solche komplexen Gegner geben, wenn ich hier mit Kitziff kämpfen bin. Ey. Das ist überhaupt nicht nett. Meine Güte. Ich bin abgestiegen. Oh mein Gott, nicht treffe das blöde Ding die ganze Zeit. Vielleicht soll ich irgendwie getrennt kämpfen. Oh mein Gott. Oh Gott, hau grad den kaputt. Meine Güte. Durchgeben sie mir jetzt hier voll komplexe Gegner. So. Na, warte mal. Warte. Muss ich erst mal aktivieren hier. Lastenaufzug betriebsbereit. Bitte beschweren Sie die Ladefläche, um seinen Betrieb zu aktivieren. Herrje, was ist das denn? Ich glaube, ich muss von hier aus Kisten bis dorthin werfen, oder? Boah. Ja. Okay. Gewicht weiterhin unzureichend. Bitte beschweren Sie die Ladefläche, um den Lastenaufzug. Ja, ich beschwere mich gleich bei dir. Nein. Bitte beschweren Sie sich bei dieser Lastkiste. Ein doofes Minispiel. Was war das? Das war zu weit, du willst mich. Der, boah. Ich fange langsam an, diesen Part hier zu hassen. Ich habe mich voll auf die Shinra Villa gefreut. Jetzt kommen sie ja mit so was. Hätte ich lieber irgendwie für ein Safe irgendwie was gesucht, ey. Hätte ich viel lieber irgendwie eine Kombination für ein Safe gesucht, wie im Original, anstatt so was hier. Bitte beschweren Sie die Ladefläche. Ich möchte den Geschäftsführer. Ladefläche, ich möchte den Geschäftsführer finden. Besprechen, sprechen. Oh mein Gott, Leute. Ach, da fehlt immer was. Das Gewicht hat den vorgeschriebenen Wert erreicht. Okay. Bitte entfernen Sie die Fracht von der Ladefläche. Juhu! Ist im Weg. Das ist einfach ein blöder Aufzug, ey. Wenn er runtergeht, wenn man irgendwie beladen hat oder so. Dann bin ich jetzt nicht hier oben, wo ich vorhin schon war. Liebe des Planeten. So, was muss ich hier abwerfen? Komm, gib's mir. Gut. Oh ne, keine Gegner jetzt. Ich bin nicht voll hochgeheilt. Ach Mann. Ja, dich kenne ich. Du bist ein normaler Gegner. Nein, geh weg. Yin und Yang, du bist ein Gegner im Original. Den man in der Shinra Villa da. Das eine Gebiet, was ich über letztens geredet habe. Im Keller. Oh mein Gott. Das ist genau so ein Gegner, den man da getroffen hat. Oh mein Gott, ich bin nicht voll geheilt, ey Leute. Nein, ich auch mit den Zaubern. Oh, den Zaubern kann ich nicht ausweichen. Nein, auch mit den Zaubern. Ey.
Ey, ich kann halt nicht ausweichen. Weg vom Feuer. Ja, auch mit den Zaubern, Mann. Ich kann ihn nicht ausweichen. Oh mein Gott, jetzt, die Heilung bringt überhaupt nichts. Es geht auch physisch auf mich los, gut. So. Geht immer auf ihn los. Oh mein Gott. Ich komme halt dazu, mich hoch zu ein. Oh mein Gott, der hat noch so viel auf ihn. Irgendwas zum Heilen, irgendwas. Ich glaube nicht, ne? Ich kann mich nur mit Dings heilen. Ja, jetzt bin ich mich ein bisschen sicherer. Young ist aufgewacht. Und einfach gedippt. Also was hier? Er ist gewacht. Doch, er ist vergiftet. Was hat er da gemacht? Er hat einfach nur getrunken. Ich habe gesorgt, dass er auf ihn losgeht. Jawohl. Ich glaube sogar, ich weiß nicht. Ich glaube, das war sogar die Strategie hier, ne? Aber was hat, wenn er auf mich losgeht? Er ist vergiftet, das ist schon mal gut. Kann ich ihn einschläfern, wenn wir schon dabei sind? Treffergarantie. Ab mit dir. Ja, wir müssen uns gleich schon gedacht. Ja. Ah. Aua, aua. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig, Kollege, ganz ruhig. Der ist ja gerade in die Kiste ausgewichen. Was? Ey. Wieder aufgestanden. Stamm mit dir, stamm mit dir. Stamm mit dir. Jawohl. Oh. Warum müssen wir den nur mit K-Ziff bekämpfen, ey? Ach, ich habe mich nur ganz kurz ausgeruht. Los, gehen wir schnell nach oben. Okay. Ich habe das gehasst. So, konnte ich nicht ein paar Sekunden vorher auftauchen? So, ich hoffe jetzt mal, dass wir jetzt nicht schon wieder getrennt werden, ne? Ja, wir rechnen dann damit hier. Damit Kate Ziff hier gegen Bosse kämpfen muss, also ich habe 5000 AP. Ach. Okay, ich würde sagen, wir sind ja fertig. Ich meine, ich will noch nicht mit der Shinra fertig. Shinra will da fertig sein. Weil ich will ja noch was ganz Besonderes sehen, worauf ich mich schon die ganze Zeit freue. Was definitiv nicht geskippt war. Was definitiv nicht geskippt wird, weil. Im Original war es wieder optional, ne? Weil die Shinra will aber auch wieder optional, ne? Aber hier wird es wahrscheinlich nicht optional sein. Wir bitten um Ihre Geduld. Da. Oh, Was? Ach so, die. Mein Gott. Ja, super. Da werde ich ja keinen einzigen mit treffen. Nein, es ist mein. Boah, Leute. Aua, aua.
nimmst du das Ding auf, mein Gott. Ich wünschte, ich hätte die Dinger früher gesehen. Ich habe den sowas von getroffen. Ich soll neu starten. Na. Leute. Oh mein Gott. Ich drücke R1. Boah, jetzt hat er wieder auf den Touchpad. Ah, komm. Was? Oh Gott, ich dachte, ich musste die Ring kaputt machen. Hey. Wer ist dadurch eine ultimative Waffe durch die Lappen gegangen? Ah, okay. Ist auch egal. Wird schon nicht so wichtig gewesen sein, ne? So, schon wieder Schnäppchen. Was hat hier Ether, ja. Megatränke, weil ich die gerade verbraucht habe. So. Dann zeig mal, wo sind wir hier jetzt? Deswegen sind wir eigentlich noch mal hier. Miau, was ist denn jetzt bitte? Um weiterzukommen, benötigt ihr einen. Ach du schon wieder. Hoppla, ist doch kein Grund aus der Haut zu fahren. Ich bin hier, weil ich euch helfen will, aus dieser Anlage herauszufinden. Ha, wer's glaubt, wird selig. Ihr seid nun mal hartnäckiger, als ich es zu Anfang gedacht habe. Es ist daher in meinem eigenen Interesse, euch hier so schnell wie möglich herauszukriegen, bevor ihr noch mehr Unheil stiftet. Und wenn ich mich richtig erinnere, besteht der Code aus 4 zweistelligen Zahlen. Ihr solltet sie hier irgendwo in diesem Raum. Oh, ist eine Anspielung an den Safe aus dem Original. Oh, jetzt sucht sie schon. So hat ihr den Safe aus dem Original angeben, ja. So. Ist da was hier gerade passiert? Boah. Das ist so geknurrt, das habe ich schon von Anfang. Der Code im Original wurde nämlich von einem Monster nämlich beschützt. Das weiß ich nämlich noch. Das war bestimmt dahinter, ne? Wie vorher wetten. Na, warte mal, befindet sich hier in diesem Raum hinter den Dingern vielleicht. Oh, guck mal da, 3 3 6 36 10 9 5 7. Ich hatte, das könnte sogar die Kombination aus dem Original sein. 36 10 39 97 36 10 9 5 7 9 36 10 9 5 7 9 36 10 9 5 7 9 36 10 9 5 7 9 36 10 9 5 7 9 36 10 9 5 7 9 36 10 9 5 7 9 36 10 9 5 7 9 36 10 9 5 7 9 36 10 9 5 7 9 36 10 9 5 7 9 36 10 9 5 7 9 36 10 9 5 7 9 36 10 9 5 7 9 36 10 9 5 7 9 36 10 9 5 7 9 36 10 9 5 7 9 36 10 9 5 7 9 36 10 9 5 7 9 36 10 9 5 7 9 36 10 9 5 7 9 36 10 9 5 7 9 36 10 9 5 7 9 36 10 9 5 7 9 36 10 9 5 7 9 36 10 9 5 7 9 36 10 9 5 7 9 36 10 9 5 7 9 36 10 9 5 7 9 36 10 9 5 7 9 36 10 9 5 7 9 36 10
59,97, ne? Warte mal, lass mich da mal googeln. Ich werde jetzt mal googeln im Original. Final Fantasy 7 Original Save Code. Ja, ist genau die gleiche Kombi. 36, 10, 59, 97. Ist genau die gleiche. Genau die gleiche Kombi. Sehr geil. Ich frage mich, ob einige Hardcore Final Fantasy Spieler, die den Code die ganze Zeit auswendig wussten, das einfach auf Anhieb eingegeben haben und dazu gestimmt hat. So. Und die hat man normalerweise gegen so ein Viech gekämpft. Ja, er konnte auch irgendwie die Form wechseln. Gegen das müssen wir jetzt wahrscheinlich kämpfen, ne? Dieser Bereich wurde streng unter Verschluss gehalten. Hier bewahre ich Experimente auf, die mir aus dem Ruder gelaufen sind. Ja, genau das Ding. Ich erinnere mich. Ist das jetzt eine Aufnahme oder nicht von dem? Weil er hat die ganze Zeit auf einige Sachen reagiert. Ja, die normierte Versuchsobjekt. Ja, das Ding hieß, glaube ich, irgendwie Nummer irgendwas, ne? So, warte mal, das Ding kann nämlich seine Form ändern, wenn ich mich irre, ne? Da kann, glaube ich, ganz lila oder ganz rot werden, ne? Das zeige ich euch gleich mal. So, ich habe genug von KZ. Wer ganz nicht stimmt mich hier mit Dings. Immer schön mit Bandy Schirmer. Jetzt hat es bleibt. Los, geht's. Oh, los! Hat sich was verändert? Ja, genau. Wollte Danilo alles noch weiß, ne? Sag ich genau der gleiche Kampf wie vorhin, ne? Wie ein andere Viecher, habe ich so für. Aha. Okay, los geht's! Nächstes Mal heilen! Komm her, auf der, komm her, auf der! Diese Dreieckfähigkeit von KZF ist irgendwie doof. Irgendwie muss ich die ganze Zeit den Angriff spammen, bis sich der Balken füllt. Und dann kannst du irgendwie eine Fähigkeit einsetzen. So, ey. Nein, er ist. Heil den, heil den. Oh mein Gott. Reduziert sich die ganze Zeit nur. Steinstupser, okay. Ja, aber den seine Dreieckfähigkeit ist ein bisschen doof. Die ganze Zeit Dreieck drücken, bis sich das Ding nachfüllt. Und dann irgendwie einen zufälligen Effekt zu aktivieren, das ist auch voll dämlich. So, was war? Machen wir mal hier Bio nochmal, aber das vorhin so gut funktioniert hat. Ah, funktioniert wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Sehr schön, weiter so. Ja, aber das ist gut. Ich habe jetzt Anfänger gegen Fischschlange jetzt. Schlaf. Bald aufstehen. Boom. Boom. Das ist ein sehr merkwürdiges Team, mit dem wir gerade kämpfen. Ich so für. Ja, so was angefühlt bis leicht resistent, stark resistent. Ich habe gesagt, du bist Anpfleger gegen Dings hier. Magie. Was zum? Oh, was zum?
Was habe ich gerade gemacht? Ich meine, das war einfach awesome. Roger, ich übernehme. Mist, das bringt absolut gar nichts. Ah, ja, schon okay. Oh, ich hab extra geblockt, ne? Man gönnt sich ja so ein Ziel. Ich schlöcker nicht wie ein Ziel. Übernimm mal. Komm schon. Ja, dann bin ich weggegangen, ja. Du hast nicht gedacht, ne? Ah, mach mal irgendwas. Passionierter Kämpfer, okay. Mein Gott, ich setze ja angefallen, die ich noch nie gesehen habe. Giftstupser. What's up? Oh Mann. Das hast du nun davon. Hätte sich mal lieber nicht mit uns angelegt, was? Leute, der hat nur die Hälfte der AP. Haben wir ja nicht gesehen, aber was? In die Finger kriege. Schön alle Kugeln schlucken. Du bist am Zug. Es gibt echt Fähigkeiten, die irgendwie die den Magiekreis irgendwie noch verlängern. Nee, der tut den ganzen Kampf halten. Verstehe ich nicht. Ich sehe Angriff, die ich noch nie gesehen habe. Ne? Also mal. Oh. Der ist gegen nichts anfällig, ne? Noch einmal heiler Wind, bitte. Lasst euch vom Wind tragen. Tut mir leid. Okay, los geht's. So, gehen wir mal da rein. Warum sollst du nur extra nach vorne sprechen? Ja, wollte ich gerade sagen. Warum tut er noch mal extra nach vorne preschen, ey? Ey, voll aus dem Magiekreis raus. Nein, aber wo Magiekreis? Wow, 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 wow. Irgendwie ist er schon leicht tot, bevor sie in seinen Arm kaputt ist. Jetzt hakelt's vielleicht. Übernimm mal. Allzeit bereit. Hör dich hören, Wilbus. Komm her, Stück, komm her, Stück, komm her, Stück. Mogi gerade auf den Arm, keine Ahnung. Der Arm, bringt doch gar nicht den anzugreifen, ey. Mein Gott. Ja, nicht hören. Hey, das tut weh. Schon blocken und so, ne? Ja, warte mal. Was? Zweite Limitform. Mega Mogbox. Die haben wir noch nie gesehen. No, was? So. Was passiert da gerade? Gar nichts passiert, er hat gar nichts gemacht. Übernimm mal. Wurde schon ungeduldig. Na? Schön alle Kugeln schlucken. Wirkungslos, was? Hat aber gar nicht noch keiner meine Angst bringt, was? Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Na? Ha. So ausgewichen. Ach, das ist ja. Boah, ich habe die ganze Zeit den falschen Magiekreis aufgehabt. Ey. Oh Gott. Aber warte, du Stück. Weil ich.
Ja, das war angemacht. Bonk. Ich hab den mit dem Megafon eine übergezogen. Oh Mann, womit habe ich das nur verdient? Gut gemacht, meine Lieben. Dank euch sieht es hier in der Villa doch gleich wieder etwas ordentlicher aus. Nun gut. Jetzt, wo alle meine alten Experimente aussortiert sind, gibt es für mich hier eigentlich nichts mehr zu tun. Das war ein unterhaltsamer Tag. Also, bis zum nächsten Mal. Pass bloß auf, Fosho. Okay. Beim nächsten Treffen ramm ich dir deine hässliche Brille in die Visage. Machst du mit? Da fragst du noch? Gehen wir zurück nach oben. Das Terminal wartet doch. Okay, ich weiß nicht, warum da extra noch eine Nachricht kam. So, okay, Ziff und die anderen haben das Ding besiegt. So, lass mich mal kurz hier heilen. Okay. Ah, okay. So, jetzt will ich aber euch das sehen, wofür ich hingekommen bin. Also wie das aussieht, wird aber heute nichts mehr, ne? 20 Minuten, ne? Guck mal. Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, jetzt kommen wir wieder rein, ne? Aber klar, dass die uns hier noch irgendwie so eine Dungeon oder irgendwie so dazwischen packen, ne? Wir können nicht einfach nur in die Shinra-Villa rein, ne? Und einfach das machen, was ich dachte, was wir machen. Muss natürlich noch irgendwas dazwischen kommen. So. Oh. Oh, da ist. Ich wollte schon sagen, die anderen müssen dabei sein. Hallo. Hm? Wie sieht's aus? Habt ihr das Terminal gefunden? Noch nicht. Wir wurden aufgehalten. Wir sollten keine weitere Zeit verlieren. Machen wir uns wieder auf die Suche. Ja, genau. So. Jetzt geht hier Kunst im Makroforschungslabor weiter. Käse Feuer einfach auf der Suche nach der Terminals kommt zu bringen. Es gefällt nur noch jemand, der störende Ungar aus dem Weg räumt. Überlege gut, wer dafür am besten geeignet sein könnte. Okay. Warum wurde jetzt hier extra irgendwie. Verstehe nicht. So, er ist der Anführer. Ich würde sagen, Eris. Ne? Wegen Hoyo und so, ne? Na gut, dann gucken wir mal. Oh, ist das die Tür? Ist das die Tür? Turn B. Muss ich überhaupt hin jetzt hier? Ha. Huh. Ich höre schon die Musik. Ja. Ich bin noch nicht bereit, Leute. Ist das etwa ein Sarg? Kann man nicht einmal in Ruhe Albträume haben? Wer seid ihr? Das fragen wir dich. Wer bist du? Vincent Valentine. Und ich. Ah.
Halte hier Wache. Was bringt euch her? Neugierde? Dein Terminal. Die Karte. Oh, ich habe gerade so ein großes Grinsen auf mein Gesicht. Tada. Interessant. Scheint, als hättet ihr Zugang erhalten. Gut. Jetzt gehen wir einfach wieder. What? Allerdings siehst du überhaupt nicht aus wie Murasaki. Kannst du das erklären? Das ist eine wirklich lange Geschichte, aber es gibt etwas, das wir unbedingt herausfinden müssen. Und zwar so schnell wie möglich, bevor es unser Feind tut. Feind? Und wer ist das bitte? Sephiroth. Unser Feind ist ein Mann, der einst als Held verehrt wurde. Sephiroth. Er ist auf der Suche nach einer Macht, mit der er den Planeten auslöschen kann. Verstehe. Nun gut. Auf eine Sünde mehr kommt es jetzt auch nicht mehr an. Der Raum ist jetzt entsperrt. Wie es Ihnen beliebt, Herr Murasaki. Heißt das, wir können gehen? Ey. Ist einfach schlafen gegangen. Niemals. Oh mein Gott, der sah klasse aus. Die Stimme ist nicht das, was ich irgendwie erwartet hatte, aber jetzt, wo ich so darüber nachdenke, habe ich keine Ahnung gehabt, was ich da irgendwie erwartet hatte. Als Stimme. Ich kenne nur seine englische Stimme, deswegen. Oh, aber er sah klasse aus. Aber hier geht es definitiv noch ein bisschen weiter. Ich weiß, im Original konnte man ihnen auch verschiedene Antworten geben. Und spätestens bevor wir rausgehen, sollte vielleicht noch irgendwie was hier passieren, wenn ich mich nicht irre. Wenn nicht, dann weiß ich nicht. Genau, wir müssen erstmal hier hin. Ich bin mir ziemlich sicher, wir müssen gleich noch mal dahin. Hey Cloud, die Schlüsselkarte. Das dauert jetzt ein wenig. Ich bitte um etwas Geduld. Na gut. Also niemand stellt hier in Frage, wer dieser Typ da war. Wirklich niemand. Alles klar. Oh, geht's dir gut, Yuffie? Auch wenn du ein paar tote Landsleute gesehen hast. Oh, ich glaube, ich weiß, was jetzt passiert. Wir gehen jetzt hier hin. Ja. Weil dieser Raum ist auch wichtig. Wahrscheinlich tun die ja schon voll spoilern. Oh, ich kann laufen.
Oh, ich glaube, ich geschafft. Ich muss von dort vorne preschen. Ah, es befindet sich da. Okay, da hat man noch nicht genau gesehen, was ich gedacht hatte. Ich kann mich nicht erinnern, euch da Zutritt gewährt zu haben. Wir haben uns nur etwas verlaufen. Es tut uns sehr... Lass mich runter, es tut uns leid, Hilfe! Lass ihn los! No, bitte sag mir, es passiert das. Bitte sag mir, passiert gleich, was ich denke, was passiert. Was weiß ich? Hab keinen Nerv für den Scheiß. Praktisch. Ich auch nicht. Ja. Und dann auch noch. Ja. Verdammtes Monster! Sehr geil. Passt auf. Ja, genau, galeanisches Biest. Genau so hieß es. Ausgezeichnet. Das ist alles und mehr, als ich mir gewünscht habe. Das ist alles, was ich mir gewünscht habe und mehr. Nein, da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, los, na, ob diese Time-Zusammensetzung so gut war. Nein. Nein. Warte, Knopf. Und tschüss. Alter, hör auf, hier kaputt zu kommen. Ja, aber echt, ey. Das wird so nichts. Los geht's. In der Ritzerissen. Was so? Aua. Gott, der macht uns Sorgen fertig hier gerade. Er muss doch irgendwo eine Schwäche haben. Wartet, bis er stehen bleibt. Nichts überstürzt. Das wird eine Katastrophe. Wer nichts hören will, muss fühlen. Er will doch gar keine Dinger verbrauchen. Hatte weniger. Oh, das wird so nichts. Ich bin bereit. Also weit? Nee, wird nicht. Nein, Leute. Nein, 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 nicht auf mich, nicht auf mich. Nein. Übernimm du. Ich glaube, das wird nichts.
Also ich sowas von tot. Außer. Schnell heilen, schnell heilen! Jawohl. Keine Chance. Mein Gott. Na gut. Hab ihn unterschätzt. Ja. Los geht's. Hast du ja echt sein Design angeschaut und gedacht so, naja, der ist bestimmt voller unwichtiger NPC oder so. Oh Gott. Oh Gott, Aris, vielen Dank. Wenn ich Kreuzschlag, ja. Bringen wir es hinter uns. Jetzt wird abgerechnet. Spring für mich ein. Oh mein Gott. So, wir müssen uns erstmal hier alle heilen. Ja, genau, die anderen sind ja auch noch dabei, ne? Ja, alle standen sie da. Blütensturm. Ah, sehr gut. Nee, Aris wurde trotzdem getroffen. Nein. Okay. Sieht den Part hier schon ein bisschen in die Länge, naja, aber ist mir sowas von wert. Aber wir sind alle tot gleich. Ja, das ist gar nicht mal so einfach, ey. Es muss einen Weg geben. Bleib nur ausweichen. Ja, ob das so gut ist, weiß nicht. Ich gebe nicht auf. Da warte, okay. Nein, ich habe keine MP. Okay, jetzt ist sie ganz auf 1 AP. Nein. Na, oh Gott. Was ist dieser Kampf? Alter, ich kann tatsächlich in sich gerade. Ich zähle auf dich. Chaos, Gleben. Darf jetzt nicht schlafen. Chaos. Ich muss irgendwas beschwören, ja. Phoenix. Oh, perfekt. Ich glaube, den werden wir brauchen. Okay, Ziff. Gott, auf wen gehst du jetzt leicht los? Wenn du auf Cloud losgehst, ist er tot. Na, super. So. Bin nicht auf Cloud losgehen jetzt. So, ich glaube, wir bauen irgendwie, wir haben hier nichts, was wir machen können, ne? So, was war hier Schutzengel auf Cloud? Hast du gerade meinen Angriff abgebrochen? Das gibt's nicht. Ich dachte, er ist jetzt in zwei von denen, aber ne, einer von denen ist Phoenix, ne? So. Ja. Das ist ehrlich gesagt nicht das, was ich erwartet hätte, was hier passieren würde, wenn wir hier reingehen, aber es ist alles nur noch mehr. Ich liebe es. Gerade so ein riesiges Grinsen auf mein Gesicht. Ah. 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 Da kommen wir aufs Stück. Komm. Mein Einsatz. Ja, ich glaube, wir müssen heilen. Das ist wichtiger gerade. Nein. Ah.
Aua! Warte, mir ist Phoenix gerade fertig. So, mir ist Phoenix gerade dran. Ich glaube, der wird nicht viel geheilt, oder? Der wird gar nicht geheilt, was? Gibt's da jetzt einfach nicht. Das ist ja bisher schwerster Kampf bisher, ey. Oh Gott. Können eine Heilung vertragen. Neuer Versuch. Oh Gott, ich kann nicht angreifen. Ja, dann laufen alle im Hintergrund. Los geht's. Nein. Das wird so nicht. Oh Gott. Ja, ich muss den ja machen. Übernimm du. Okay, los geht's. Aber Kate, bleibst du die ganze Zeit nicht an oder kriegst du keine ATB? Aua! Oh, komm her! Er kommt! Jetzt gibt's Sauna! Na komm, er ist doch schon so gut wie tot. Bonk! Genau damit habe ich den erledigt. Recherchiert. Und wenn meine Intuition mich nicht täuscht, hat deine Anwesenheit etwas mit Sephiroth zu tun. Ich bin dir keine Antwort schuldig. Was meinst du? Willst du mit uns kommen? Ehrlich gesagt verstehe ich auch nicht, was das alles mit Sephiroth zu bedeuten hat. Ja. Aber wenn du dich uns anschließt, finden wir zusammen bestimmt was raus. Letzte Chance. Überleg's dir. Raus hier. Verschwindet. Lasst uns gehen. Wir wissen, wo der Tempel ist. Mehr gibt's hier nicht zu tun. Ja, und deswegen sind wir hingekommen. Träum hier nicht rum. Los. Okay. Ich wollte sagen, was es damit auf sich hat. Das finden wir in der nächsten Folge heraus, ne? Wir sind hier noch nicht fertig mit dem Kollegen. Das glaubt mal, ja. So, wollen wir jetzt tiefer. Wollen wir jetzt tiefer im Team? Hallo? So, ja, das war Vincent Valentine, ne? Von denen werden wir noch eine Weile lang irgendwie mehr sehen. Aber wahrscheinlich jetzt noch nicht, so wie ich das gerade sehe. Aber die haben ja bei einigen Charakteren auch noch was geändert. Von daher will ich da noch nicht zu sehr drauf hinausgehen. Ja, wir haben gerade den originalen Edgelord getroffen. Ich weiß gar nicht, wer älter ist. Shadow the Hedgehog oder Vincent Valentine, aber er ist definitiv einer der OG Edgelords in überhaupt. Von daher, ja, gucken wir mal, wie es da weitergehen werden, ne? Aber fürs Erste machen wir hier einen Schnitt und ich sehe euch in der nächsten Folge wieder, ne? Dankeschön fürs Zuschauen und ciao.